Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute zum Abendbrot bereite ich Kichererbsensalat. Und das geht wirklich sehr schnell und macht sehr, sehr satt. Schmeckt sehr gut und ich finde auch sehr gesund. Schaut, wie sieht es aus? Natürlich, es kann man unterschiedliche Gemüsearten hier noch dazugeben. Das ist euch überlassen. Es ist einfach nur Anregung und ihr entscheidet, wie ihr es zubereitet. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich es gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Zuerst müssen wir die Kichererbsen einweichen. Ich habe gestern abends mit kaltem Wasser übergießen und über Nacht stehen gelassen. Jetzt werden wir auf den Sieb geben und einfach einmal noch durchspülen und stellen wir den Kochen. So, habe ich abgespült. Jetzt nehme ich den Topf, gebe die in den Topf rein, übergießen wir mit Wasser und geben wir erstmal kein Salz. Und ihr wisst, dass die Kichererbsen müssen die fast ganze Stunde gekocht werden. Am besten mal ab und zu mal auch probieren. Und sozusagen kurz vor Ende kann man dann einen Teelöffel Salz dazu geben. Ungefähr habe ich 50 Minuten gekocht. Probiert ihr nach eurem eigenen Geschmack, wie euch es schmeckt. Weil jeder mag das unterschiedlich. Auf jeden Fall ist es schön weich. Und manche schälen diese Haut ab. Ich mache das nicht, weil die ist wirklich so weich und die kann man dir auch mitessen. Natürlich, wenn es wird geschält, dann sieht man Unterschied von den Kichererbsen, dass die so schön gelb und die anderen nicht. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr es machen. Geht es auch wirklich auch nicht so schwer. Nur einfach mit den Finger drauf drücken und die geht auch schon raus. Aber sozusagen ist es jedem überlassen, wie ihr es gerne möchtet machen. So gebe ich das alles in die Schüssel schon. Und jetzt kann man wirklich unterschiedliche Sachen dazu geben. Es kann man auch Paprika aus dem Glas oder aus der Dose nehmen oder nimmt man mal auch frische. Ich habe jetzt im Kühlschrank meine letzte so eine Spitzpaprika große und dachte, ich werde die auch hier verwenden. Schneiden wir hier einfach in die kleine Würfel. Und wie gesagt, das kann man natürlich diese geröstete Paprika dazu geben, auch sehr, sehr lecker. Und dann schneide ich gleich auch noch den Zwiebel in kleine Würfel und werden wir das einfach nur kurz mit Olivenöl einschwitzen. So, das haben wir. Dann brauchen wir noch Sauergurke oder Gewürzgurke. Ich mache immer mir gleich schon fertig, dann brauche ich auch dann nicht mehr schneiden. Gleich in Würfelchen. So, sind die fertig. Brauche nur Süd absieben und schon zu den Kichererbsen reingeben. So, sieben wir einfach durch und geben wir den Süd noch mal kurz auf. Vielleicht brauchen wir. Und geben wir die dann, die Gurken gleich rein. Da habe ich mir schon gespart eine Arbeit zum Schnippeln. Jetzt gehen wir ans Herd und braten wir erstmal Paprika und Zwiebel ein. Gebe ungefähr so 2 Esslöffel Olivenöl. So, wenn das Öl ist schon heiß, probieren wir. Ja, geben wir Zwiebeln. Ganz kurz anschmoren erstmal den Zwiebel und dann geben wir Paprika rein. Etwas Salz. So, nur ein, zwei Minuten, das sieht man schon. Die Zwiebel wird langsam schon gläserig und jetzt kann man auch Paprika dazu geben und auch so ungefähr so 2 Minuten mitbraten, dass die Paprika etwas weicher wird. Eventuell auch noch ein bisschen Salz geben, so ein bisschen. Können danach später nachwürzen. So, fertig. Ungefähr so 2-3 Minuten nun erreicht. Die Paprika soll nur etwas weicher werden, aber nicht auseinanderfallen. So, geben wir jetzt unsere Paprika und Zwiebel dazu. So, umrühren. Schaut.
Wie toll sieht das aus? Und jetzt könnte man hier auch Frühlingszwiebel dazu geben. Ich habe aber nur gefrorene Frühlingszwiebel und werde die auch in die Pfanne geben und ganz kurz ihn sozusagen aufwärmen. Ich mache Pfanne gar nichts an. Ich lege den gefrorenen Zwiebel in eine heiße Pfanne und er wird schon auftauen. So, in dieser Zeit machen wir etwas so Dressing. Hier habe ich einen Esslöffel Zitronensaft, geben wir auch noch Essig. Es kann man nehmen Balsamico-Essig, in meinem Fall ist das Weißweinessig, lieblich. Gebe auch noch einen Esslöffel, erstmal, und dann kann man immer noch probieren. 2 Esslöffel Öl. Verrühren, geben, einfach drauf. In dieser Zeit, mein Zwiebel ist auch jetzt weich geworden, nicht mehr gefroren. Pfeffer, Paprika edelsüß. Und natürlich kann man noch auch Kräuter machen. In meinem Fall hier Blütenzauber habe ich bekommen von meiner Zuschauerin. Und deswegen nutze ich das jetzt auch. Dann noch ein bisschen von den gefrorenen Mixkräutern habe ich hier. Dill, Petersilie und Schnittlauch. Alles umrühren und dann probieren und nach Geschmack abschmecken. Schaut, richtig schöne bunte Salat. Kann man noch mehr Gemüse hier reinmachen, so wie ihr gerne möchtet. Es fehlt ein bisschen Salz und dann glaube ich gar nichts mehr. Wenn ihr mögt was Scharfes, dann kann man vielleicht so ein bisschen Chili oder Cayennepfeffer dazu geben. Wird auch gut. Und jetzt lassen wir es einfach nur ziehen und zum Abendbrot genießen. Wunderbarer Salat zum Abendbrot. Wirklich, schaut, schön bunt, farbig, echt und schmeckt sehr, sehr lecker. Macht auch sehr satt. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Wieder haben wir uns was Leckeres gemacht. Und schmeckt wirklich sehr gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch ausprobiert und eure Kommentare mich hinterlässt. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!